Moin Leute, was geht? Willkommen im Jahr 2016. Es hat sich viel geändert. Im Jahr 2015 von einem unaktiven YouTube Gamescom zu einem eher aktiveren YouTube Gamescom. Und nun Leader des größten Clans in Europa, der Zombie Cowboys. Giga und die anderen ganzen Gaming-Magazine haben sich schon gemeldet. Perfekt, die kommen alle angekrochen. Aber ich habe natürlich alles abgelehnt. Die Gage war zu klein. Also, ich rechne heute auch mit ein paar Hatern ab. Aber erstmal möchte ich meinen ganzen Abonnenten und meinen coolen Leuten hier, meine echten coolen Abonnenten, ein gutes neues Jahr wünschen. Den Rest wünsche ich nichts Gutes Neues. Den Rest wünsche ich nur Schlechtes. Aber meine Abonnenten und meine anderen Zuschauer, die cool drauf sind, denen wünsche ich auf jeden Fall ein gutes neues Jahr. Okay? So. Die erste Tat, was wir heute machen. Es gibt heute wieder einen Auftragsmord. Aber bevor wir hier anfangen, wir fahren jetzt zum Waffenladen und bringen den Typen um. Das machen wir jetzt. Komm, offiziell hier im neuen Jahr. Das muss im ersten Video sein. Hier ist es wieder Schnee in GTA 5 und ja. Ich habe mitbekommen, dass der Waffenhändler Heroin schmuggelt. Und zwar unterstützt er die Los Santos Bangers und das kann ich nicht zulassen. Verpiss dich. Und das kann ich nicht zulassen. Aber bevor ich hier abrechne, hier erstmal mit hier mit ein paar YouTubern hier. Tom Schmidt, die größte Pussy auf YouTube, offiziell habe ich ihn offiziell hier angeprangert. Auch nochmal an alle meine 7000 ZBC Clan-Mitglieder hier. Tom Schmidt hier, das ist die größte Pussy auf YouTube, die wir hier offiziell haben. So, das erste, was wir hier haben. Du Lauch. Du bist ein Lauch und du wirst immer ein kleiner Lauch bleiben. Pöff! Perfekt, du Lauch, Tom Schmidt. Lieber Nolite, bester Mann. Ja, yeah, Kronkrafter, auch ein cooler Typ. Blauer, natürlich, super Typ. Und der hier, der ist nichts. So. Also, wir haben wieder Rache gemacht. Und es ist Neujahr, jetzt verlassen natürlich alle das Spiel. Alle haben Angst vor mir. Vor meiner Rache. Vor meinen schnellen Fingern. Ihr Schweine! Ich mein's ernst. Wir bringen uns um. Und die ersten Kommentare sind wieder da. Ich bring immer das Gleiche. Oh. Und haben null Sinn. Du. Du Ungläubiger. Was? Null Sinn. Was redest du da für eine Scheiße? Tom Schmidt. Größte Pussy auf YouTube. Meine Videos sind immer gleich. Guck mal deine Videos an. Also, pass mal auf, du hast nicht mal Videos. Wir gehen offiziell auf den YouTube-Kanal Tom Schmidt. Pass mal auf, was ich mache. Ich gehe mal drauf. Der hat natürlich gar nichts am Start. Ne? Naja, ist halt so. Kann man halt nichts machen. So. Ich werde auf jeden Fall natürlich noch mehr tun. Wir werden auch mehr Flugzeuge ausprobieren und so weiter. Und noch viel mehr machen. Und wir haben heute natürlich wieder international gute Waffen, Golfschläger und die Flasche hier. Die feiern auch schon Happy New Year, neues Jahr, meine Freunde. Dann zahle ich erstmal ein paar tausend Euro von meiner neuen Bude ab, die ich mir gekauft habe. Ja, habe ich mir mal gekauft ebenso. Ist ja kein Problem, ich bin ja auch der Leader der Zombie Cowboys. So, gehen wir mal rein. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Fröhliche Weihnachten! Ach so, willkommen im Jahr 2016. Hey! Stopp! Wohin wolltest du, Mann? So. Mein Kalifat in GTA ist fast vollbracht. Ihr seht, die Zombie-Cowboys haben die Straßen schon gelehrt. Unterstütze mich bei meinem Kampf, alle Clans in GTA zu vernichten. Mache mit und sei an meiner Seite. Ich brauche deine Waffe und deinen Mut. Und dann können wir siegen gegen den Kampf und gegen Tom Schmidt. So. Boah, fuck, Alter.
Ich wurde richtig abgeballert. Ach, nice. Wunderbar. Freut mich. Und der schöne Schnee, das ist natürlich noch wunderbar. Spielen wir mal wieder Drittperson-Perspektive. Das ist meine Lieblingsperspektive. Das kann ich leider nicht abfeuern. Das habe ich alles schon verballert. Das tut mir ein bisschen leid. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Einfach fröhliche Weihnachten, Mann. Fröhliche Weihnachten, liebe Abonnenten. Und keine fröhlichen, kein fröhliches neues Jahr an Tom Schmidt. Bis dann. Ciao.